Hallo Nachwuchshexer, willkommen zurück zu Witcher 3. Wir besuchen den Weideler und seine Ziege, denn wir versprechen uns wichtige Infos über Ciri. Also erstmal über die Frau des Barons. Hey, ist jemand zu Hause? Dann über Ciri. Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Sieht doch nett aus. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Genau, wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Na los, holen wir die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Beeren. Gefährlichen Himbeeren. Habe ich auch immer im Garten. Nur so wie die gemeinen Erdbeeren. So, ich glaube, wir müssen das... Ach, ist schon angelegt, unser Glöckchen. Bimmelt das jetzt automatisch eigentlich? Okay. Mal gucken, wo die hin ist. Gibt es die Spuren? Jo. Einmal frei. Hier entlang, glaube ich. Jo, ist doch eindeutig, oder? Ach, Wölfe. Und eine Ziege. Aber erstmal Wölfe. Tränke überhaupt. Oh Gott, das wird ja was. Den da hinten. Ist der andere? Vielleicht sollten wir es doch erst mit ein paar Tränken ausstatten. Ein Hinweis. Ups.
gut. So, also, irgendwas würde ich hier sehen hier im Fahren. Lasst uns mal kurz zur Sicherheit meditieren. Dann wird schon wieder dunkel, ey. Ba-ba-da-ba. Tränke wieder voll. Durch Hexerei. Was ist das da hinten? Das ist die Wölfe, die wir geholt haben. Was ist hier los? Hier entlang, glaube ich. Ich wollte den Busch anfassen. Ach, da bist du. Okay. Klingeling. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, muss ich wirklich diese zum Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm schon, verdammt. Komm. Prinzessin. Da ist sie. Warum haut die denn ab? Nein. Wo zur Hölle bist du hin? Was ist sie denn hier? Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Lass das schön an ihm. Das ist aber auch ein Biest. Prinzessin ist sicher. Schöne dicke Bärenfell dazu. Ein paar Kräuterchens. Was gibt's hier? Einfach eine Bauersfrau, die es erwischt hat. Die Därme rausgerissen. Ah, der hat ja auch eine Höhle hier, oder? Muss halt Prinzessin mal kurz draußen warten. Vielleicht gibt es ja hier noch was Cooles. Oder hier gibt es nur ins Gesicht. Ich speichere mal lieber. Die Fackel wäre jetzt cool. Ich weiß gar nicht, wie ich... Na. Lassen wir das einfach mal. Vielleicht sind wir hier schnell durch. Hier sind Kisten? Kisten. Meisterlich gefertigtes Speerenschwert. Geil. Nicht, dass wir hier irgendwie doch nochmal einen Schwertschmied finden, ja? Ja, da ging es eigentlich noch weiter. Warte mal. Krieg die Glocke hier ablegen irgendwie? Nimmt er denn automatisch die Fackel? Ach, Geralt. Junge. Genau. Ich darf jetzt meine Fackel nicht mehr benutzen, oder was? Was soll denn das? Ach so. Okay, alles klar. Dummheit. So, hier war die Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Fackel aus. Ach nee, das war wirklich schon. Das sah gerade viel größer aus, als ich hochgeklettert bin. Okay, super. Hier oben noch was? Nö. Nö, nö, nö. Weg damit. Glocke wieder rein. Wo
ist die jetzt hin? Okay. Na los, Prinzessin. Jetzt geht's nach Hause. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Solange hier nicht nochmal ein Bär auftaucht. Ist doch alle gut. Nein, komm schon. Nirgendwo zu finden. Prinzessin, lauf den Weidlern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein. Liebes, süßes Zieglein. Ja. Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein könnten? Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Ich hab ein paar Wölfe und einen Bären erschlagen. Vielleicht reicht das. Bin gleich zurück. Wie? Reicht das? Mir besser einfallen, als in meiner Bude so einen Schmodder zu verteilen, ja. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Okay. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Oh, welches Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Wie zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen! Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen! Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf.
Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Puh. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Hm. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ja. Ah, kann ich irgendwie verstehen, dass er damit nicht gleich rausgeplatzt ist? Mal schauen, wie er reagiert, wenn wir ihn darauf ansprechen. So viele schöne Kisten. Nirgendwo darf ich reinfassen. Gibt es hier sonst noch irgendwelche lustigen Sachen? Ein Zettelchen. Brief an den Weideler. Schmeiß ich den auf. Brief an Jennifer. Warum ist denn der jetzt hier nicht aufgelistet? Eines Spions. Brief an den Weideler. Ich habe dich aufgefordert, dir gedroht, doch du hast nichts getan. Jetzt kann ich nur noch betteln. Lass das Ahnenfest stattfinden. Die Lage ist prekär. Ich weiß, die Hexenjäger benutzen menschliche Armut und bezahlen ihre Informationen gut. Aber es geht nicht an, unsere Tochter zu ewiger Wanderung zu verdammen. Wenn es sein muss, nehme ich alles auf mich und werde mich als verantwortlich ausgeben. Lieber sterbe ich, als mein Gewissen tote Seelen aufzubürden, die niemals Trost erfahren werden. Bulko, Dorfältester von Mittelhain. Mittelhain. Da kommen wir auch noch dran vorbei. Das ist, glaube ich, auch gar nicht weit weg von hier. Oder? Heidfelde? Ist noch gar nicht markiert, glaube ich. Maulbär. Der ist ja auch riesig, ne? Ich glaube, das ist irgendwo hier unten. Oder vielleicht noch tiefer, was hier irgendwo ist. Naja, werden wir ja sehen. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal zum Baron. Wobei ich noch kurz hier... Weißer Wolf! Weißer Wolf! Was braucht der Wolf? Ich habe gerade auf der Karte gesehen, du bist ein Händler, Alter. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Alter, was hat er denn hier alles? Schema für diese Runensteine auf jeden Fall ein Haufen. Was ist das hier? Weiße Möwe. Zwergenschnaps. Nordwind. Nigredo. Ich glaube, das ist hier recht wichtig. Okay. Jetzt ist das Spiel einfach mal abgeschützt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Witcher 3. Bis dann.